Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Star Citizen. Wir sind wieder unterwegs auf der IAE. Heute ist der dritte Tag. Ich bin wieder mit Shorty und Ben unterwegs. Hi. Hi. Und ja, heute ist quasi Anvil Aerospace an der Reihe. Wir sind in der Apex Hall und ab morgen gibt es in der Zenithalle dann Crusader, Tamriel und Gruga. Also morgen ist der große, lang erwartete Crusader Day für diejenigen, die noch keine Starrunner haben. Gehe ich mal von aus. Also ich denke mal, die wird morgen weggehen wie geschnitten Brot. Oh ja. Es gibt nur Leute, die keine MSR haben. Ja. Es gibt auch sehr viele, die noch So was drauf warten. gibt's? Ja, leider. Schande. Ja. Schande. Shame, Und ihr shame, seht es hier shame. schon hinter uns. Das Flaggschiff von Anvil, die gute alte Carrick. Ja. Ja. Shorty sein Traum. Shorty sein feuchter Traum. Oh ja. Ja, Nicht nur aber. feuchter Traum, sondern Realität sogar bei mir. Ja, bei mir ja auch. Von daher, also da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Genau, ja. Die Carrick kennt man. Genau, die bedarf keiner weiteren Worte. Nein. Auch wenn ich sie tatsächlich schon länger nicht mehr geflogen bin, aber Sowas. müsste ich mal wieder tun. Müsste ich definitiv mal wieder tun. So, was haben wir denn hier noch? Gucken wir uns noch die kleinen hier rundherum an. Also die Ausstellung hier mit den Waffen finde ich glaube, die ist immer gleich. Nee, das sind verschiedene Waffen. Also? Ist mir aufgefallen, ja. Okay. Das sind verschiedene Waffen, weil jetzt sind bei mir hinten die CF Laser Repeater ausgestellt. Die waren in den letzten beiden Messen nicht dabei gewesen. Ah ja, Also die okay. tauschen die durchaus aus. Perfekt, cool. Was ist das denn bitte? Das ist die Gladiator. Yep. Das ist eine leichte Bombe, Bomber. Jagdbombe. Genau. Ich brauche auch zwei Leute, um effektiv zu operieren, weil der große Geschützturm da von einem zweiten Mann bedient wird. Okay, Ist aber. momentan eher, ja, eher sinnlos eigentlich, weil die Welke, nee, Quatsch, die Vanguard das deutlich besser kann. Ja, aber einen Schönheitspreis gewinnt die aber auch nicht. Nee. Muss ich jetzt mal so Richtig. ganz ehrlich Wie sagen. gesagt, die Vanguard Harbinger hat die praktisch obsolet gemacht. Also die finde ich jetzt. Auch wenn die natürlich kleiner ist. Echt die Gladiator, okay. Nö, die finde ich jetzt irgendwie, weiß nicht. Ja, ist halt typisches Anvil-Design, ne? Das ist auch ein Ja, relativ aber altes Schiff schon. wollte ich gerade Ja. sagen, also. Ist halt, vor allem, das ist auch ein trägergestützter Bomber. Also der ist dafür gedacht, auf größeren Trägern mitgenommen zu werden. Okay. Ja, das ist das kleine Biest hier. Das ist die Arrow, ja. Die haben wir ja jetzt gekriegt als Loner, ne? Genau, als Standardlohner. Als Standardlohner anstatt der Hornet. Genau. Und wer mit dem Schiff umgehen kann, also gut umgehen kann, der ist halt praktisch der König. Okay. Zumindest im Lightfighter-Bereich. So eine kleine Giftzinken oder was? Ja, genau, eine richtig kleine Giftziege. Okay. Giftzige. Ist Sehr noch cool. wendiger und flinker wie die Gladius. Ah, ist okay. Aber dafür halt nur ein Schild statt zwei. Ja, mal Also, natürlich. die baut mehr auf Ausweichen als auf Einstecken. Die Piskes. Icy. Icy. Icy's. Icy's. Icy's Expedition. Die ja mit der Carrack kommt. Also hat man eine Carrack, hat man auch eine Pisces. Pisces Piscus. Genau. Und oh. Ist auch ein super Starterschiff. Oh, Ja, auf jeden sehr gutes Fall. Schiff. Wirklich tolles Schiff. Yep. Ich fliege ja Für auch die noch gerne. Mittelmissionen oder so Ach, ist das ist die die erst Hawk, okay. Ja, das ist das Schiff, was mit Sicherheit auch nie einen Schönheitspreis gewinnen wird. Yep. Ein Ja. Einsteiger-Bounty-Hunter-Schiff. Bauen die Hände, ja, für Mit den. hinten eine Gefängniszelle drin. Echt? Für eine Person. Na klar, komm her. Hat einen EMP. Und ein EMP, genau. Und Eine sechsmal Zelle sechs und Waffen ein hat sie. EMP? Ja, da ist er. Sechsmal Size Oh, ich 8. lasse mich sogar rein. Das passt ja. Tschüss, Shorty. Tschüss. Na dann Und weg steig mal ein in dein damit. Schiff und dann. Ja, perfekt. So muss das.
Ja, das siehst du gerne, ne? Glaube ich, weil er sich nachher gleich eine kauft. Zum Glück kann man hier noch alleine steigen. Noch. Noch? Echt, du kannst da noch alleine raus? Was ist das? Ja, noch halt. Was ist denn das für eine Schweinerei? Tja. Wenn du Gefangener bist. Ja, das ist dieses, naja... Die Hurricane, ja. Hurricane, ja. Dieser Jäger, der zwei Leute braucht, um effektiv zu operieren. Mhm. Aber ich finde den eigentlich ganz stylisch, muss ich sagen. Ja, sollte eigentlich mal eine Alternative zur Vanguard werden, aber dadurch, dass du auf zwei Leute angewiesen bist, um die volle Feuerkraft zu haben, so ziemlich, naja. Im Vanguard liegt die Großteil der Feuerkraft doch im Piloten, bei dem ist es halt der Gunner. Ich muss auch sagen, man sieht die alle nicht sehr oft, ne? Also weder die noch die anderen. Sieht man jetzt irgendwie öfter im Boss. Vom Design her cool aussieht. Ja, also die finde ich vom Design her echt cool. Sie kann absolut nichts einstecken. Nee, die platzt jetzt sofort. Glaskanone. Die Hawk ist halt hässlich wie die Nachtfinster und momentan eher sinnlos. Mhm. Die Gladiator ist eigentlich, wie Shorty schon sagte, durch die Harbinger ist die komplett obsolet geworden. Also deswegen sieht man die auch eigentlich nie. Weil ich muss sagen, also das sind echt Schiffe, die waren mir jetzt auch so überhaupt nicht. Jetzt von der Invictus Lounge Week, ja, da hast du das ein oder andere gesehen. Aber dass ich die jetzt öfter mal irgendwie auf irgendwelchen Pads auf PO sehe oder so, eher nö. Aber ich würde sagen, wir gehen mal runter. Ja, wir kommen. Reiß mal Shorty von der Carrack da weg. Was? Carrack? Wo? Da? Oh, ja. Carrack. Ich will hier bleiben. Und für alle zur Information, ich war standhaft. Was machen die zwei denn hier? Hallöchen. Mögen sich. Ja, aber hallo. Hallo, Corona, Mindestabstand bitte. Lass die doch. Ich war übrigens auch standhaft, also ich habe mir keine Reclaimer geholt. Aber so standhaft war ich dann auch nicht. Ich habe mir eine Sentinel geholt, die ich mir eigentlich in-game holen wollte. Und jetzt ist der Plan, doch wieder so weiter zu sparen für die Valkyrie in-game. Die will ich nach wie vor noch haben. Ja, hier haben wir Los Ballistos. Flugabwehr-Tank. Das haben sie cool gemacht hier mit dem Boden. Das finde ich sehr nice. Also ich mich frage, warum sie die so gedreht haben, dass der Einstieg auf der Rückseite ist. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich hätte die andersrum hingestellt. Ja. Also meine persönliche Meinung war. Ja, die hat so den ein oder anderen Meinungsverstärker an Bord. Ja. Zweimal Size 9 und achtmal Size 5 Torpedos? Ne, Size 7 sind das, glaube ich, die beiden großen. Würde ich meinen. Ich würde meinen sagen 7. Die 9er sind noch größer. Stimmt, hast recht. Es sind auf jeden Fall Zäpfchen. Jo. Oh, wir hatten vor über einem Jahr mal Versuche gemacht. So eine Titan-Wischte mit einem großen vom Himmel. Jo. Mauer schreien kann. Okay. Was haben wir hier heute? Was haben wir hier? Crucible. Jupp. Die ist was? Das ist ein Reparaturschiff. Ah, Heavy Repair, kann, ja, ich seh's gerade. Da kann ein spezialisiertes Reparaturschiff, da kann ein Jäger drin landen und dann repariert er die und hat Drohnen an Bord, um größere Schiffe zu reparieren. Cool. Aber ich finde, die sieht irgendwie anders aus als im Konzept. Kann es sein, dass die verändert haben? Ein bisschen? Ja, kommt mir nur so vor. Eine Brücke fehlt irgendwie, oder sieht mir die Brücke? Ja, eigentlich hat die doch so eine runde Brücke noch oben drauf gehabt, oder genau, gehe ich die bloß nicht? Ja, das war doch, ja, das Charakteristische. Wenn du hier hinten herkommst, siehst du das. Ah ja, doch. Stimmt, da ist er. Hier siehst du das. Er ist so prominent. Ja. Das sieht aber cool aus, die hat was. Ja. Die finde ich schön. Das ist halt der große Reparaturbruder von der Aegis Vulcan. Okay. Also die Vulcan kann halt alles Supportmäßige und die ist halt so spezialisiert auf Reparieren.
Haben wir heute nur eins? Oh ja, Tatsache. Ja. Wir haben momentan nur ein Konzept in der Pipeline. Das ist eigentlich ganz gut für Envil. So viele Schiffe gleichwertig sind aktuell. Ja. Ja gut, aber wie gesagt, also tatsächlich finde ich also den Rest jetzt nicht so berauschend hier von Envil, was hier oben jetzt steht bei der Carrick. Also ist ja wirklich nur die Piskuson, die Carrick. Ja. Wobei ich finde, sie hätten eigentlich, wenn du schon die weiße Piskus hinstellen können, auch die weiße Carrick hinstellen können. Ja, eigentlich schon. Das hat mich eben auch so ein bisschen gewundert. Aber naja. Carrick kriegt ja die besten Show-Skin noch. Jupp. Jupp. Freu. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Da hüpft der Shorty vor Freude. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich warte erst mal ab. Oh, ich bin voll den Umweg. Ja, wenn es der wird, der ich glaube, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich würde sagen, wir machen Halle 3 am Schluss und gehen jetzt erstmal in Halle 2. Da müssten jetzt die ganzen Hornets rumstehen. Hornets. Ja. Plus einer Hornet, der sogar schön aussieht. Horny. Horny Hornet. Horny Hornet, ja. Oh, so viele Hornets auf einem Haufen, ey. Ich will die da. Das ist meine. Die behalte ich. Kriegt keiner. Meine. Kriegst die F7, ich nehme die eine Stufe höher. Ja, die F8 nehme ich auch gern, aber die. Nein, du holst. Die als Zivilversion, die möchte ich haben. Als F7C, die möchte ich haben. Du wolltest die F7, du hast dich entschieden, danke. Der nächste bitte. Die gefällt ja, mir. Ja. So leicht kommt nicht davon. Die Waldfeier finde ich cool. Ja, also hier in der Mitte daneben steht halt dann die Standardvariante, 15. Waldfeier ist halt Standard mit einem Geschütz oben drauf und das hier ist dann die Super Hornet mit zwei Sitzen. Ah ja, genau, die hatte ich irgendwie auch mal für, als Launer für irgendwas. Da kann halt der Pilot fliegen und schießen und der dahinter kann den Geschützturm bedienen. So ist es gedacht. Aber der Pilot kann auch selber den Geschützturm übernehmen, also Super kann nur einen Sitz fliegen. F7CM. Es gibt so viele F7C Hornet Wildfire. Warum gibt es denn so viele Horny Hornets? Was mich wundert ist, die haben die Heartseeker gar nicht ausgestellt. Nee, die hätte mich nämlich jetzt am meisten interessiert, mal zu sehen. Weil die auch immer gesucht wird. F7C ohne M. Ja. Das ist die 0815 Standard. Ist die Standard. Die genau, die wir früher hatten. Das ist schon eine. Ups. Ist hier drüben noch die Ghost, Pseudo-Stealth-Jäger. Genau, und das Gegenstück. Und die Tracker. Und was ist das hier jetzt für eine? Hier die grüne? Das ist die F7A. Die ist sozusagen das Rework der Hornet, momentan aber nur für Squadron 42 gedacht. Und für die UE Navy. Die war bei den Invictus Launch Week dabei. Da kann man sich eigentlich auch reinsetzen, aber es geht komischerweise diesmal nicht. Bei der Invictus Launch Week ging das sogar, da konnte man sich reinsetzen. Okay. Das ist eigentlich das Rework der Hornet-Serie. Also ich hoffe, dass die das auch bringen irgendwann. Ja, das sieht schick aus. Das gefällt mir auch. Ja. Also auf jeden Fall besser als das. Die 015, ja. Also die Standard da drüben. Weil die Hornets sind ja die alten. Also das sind ja die ersten Jäger überhaupt gewesen mit. Ach so, okay. So die allerersten Urhornissen. Genau, die allerersten Jäger überhaupt, die es in Citizen gab. Von der Lore her sind die über 200 Jahre alt. Ja. Aus der Messer R. Deswegen gibt es da jetzt die F8 halt, das Nachfolger. Ja. Aber durch das Ende der Messer-Ära ist ja Envil allgemein so ein bisschen. Es war aber eigentlich Aegis gewesen, die da profitiert haben von Messer. Also Aegis ist eigentlich die diesen. Mit der Lore kenne ich mich leider so überhaupt nicht aus. Ja, also Aegis ist der Hersteller, der halt vom Messer massiv unterstützt wurde und dann nach Ende der Ära halt so ein bisschen den Ruf hat, den so einen schlechten Ruf hatte. Envil Hornet Ghost, die finde ich auch davon noch eigentlich schick. Nicht unbedingt betroffen. Aber die finde ich auch mal schick, weil sie schwarz ist. Ich mag einfach schwarze Schiffe. Ja. Aber die ist halt Stealth, ne? Also die, ja.
Vertan- ist so ein bisschen wie, wie die Saber halt, aber die Saber finde ich persönlich schöner als die hier. Hm. Ja. Das war... Eins der Hornet. Der Horny Hornet-Haufen. Hm. Ja, aber die, die Rework-Version finde ich schon echt schick. Finde ich auch. Die hat was. Ben rennt schon wieder weiter. Gern. Sir Maplewood, rennen Sie doch nicht so. Ja, der wartet auf sein Schiff. Ja, der will zu seiner F8. Ein neuer Verb, den er bald hat. Ah, guck mal, wie er rennt, ey. Mhm. Du ziehst schon eine Spur. Aber Lätzchen umziehen, Ben, ne? Ja, das ist dass du zu spät. Guck doch mal. Ja, ich glaube auch. Er zieht doch schon eine Spur. Eine guck, wie er rennt, Spur. Du, ja, ja, echt. Da kann er rennen, abwarten. Ne? Da kann er rennen, wenn er F8 hat. Alter Schwede. Noch 100 Dollar. Ja, aber das Gute ist ja, wenn du sie schon mal sagen, hast. Das ist schon echt ein Gerät, das Teil. Ja, wie ich gesagt, ich habe eben schon zu Ben gesagt, also ich finde sie dafür, dass das dieses 10.000 Dollar Pledge-Schiff ist, finde ich sie irgendwie, also für mich, jetzt mal von der Bewaffnung abgesehen, ja, dass sie also maßlos so OP ist, aber ich finde sie trotzdem relativ unspektakulär. Naja, vier Schilder, da also nicht... das ist schon eine Ansage. Nee, nicht was das, ich rede vom Aussehen. Nicht von dem, was die Ausstattung ist. Das ist mir egal. Jäger aussehen, so. Scheißegal, das Ding frisst Prowlers zum Frühstück. Ja, das ist doch egal. Das frisst alles vom Frühstück, was nicht mindestens eine Caterpillar ist. Und selbst Caterpillars haben dem Ding nichts entgegenzusetzen. Na, das glaube ich sogar bald nicht, nee. Da könntest du recht haben. Ich habe ja Videos von der Invictus Launch Week, wo welche F8 geklaut haben und damit Caterpillars zerlegt haben, als wäre es nicht. Warte mal, das Ding hat sogar 8 Waffen, da oben ist doch noch ein Turm dran. Das sag ich doch. Ich bin immer vorausgegangen, 6 Waffen. Nee, das sind sogar 8. Guck dir das an. Wir lassen die 2 Spieltüren jetzt erstmal hier ist in Ruhe. Das ist ein Gerät. 3 und Seite 4. Das ist ein Gerät, das Ding. Oh, hier drüben haben wir die Schildkröte, die Therapien. Ich setz mich mal rein. Männer und ihr Spielzeug. Hey, warte, ich komm mit. Also die Therapien, die hatte ich ja auch aus dem Explorer-Pack. Extra aus dem Exploration-Pack. Und die hatte ich halt, wie gesagt, für mit einem 5-Euro-Upgrade abgegradet zur Starrunner. Und das war ein guter Deal, würde ich sagen. Der beste Deal, den du machen konntest, ja. Obwohl ich sagen muss, ich bin die Therapien gern geflogen. Ja, die sind ein schöner kleiner Panzer. Also, ist ein gutes Schiff. Gar nichts, aber sie hat halt momentan keine wirkliche Aufgabe. Nee, sie hat leider keine Aufgabe, das ist richtig, aber sie fliegt extrem angenehm. Klar. Mhm. Ja. Sie hat halt Panzerung und einen großen Scanner oben drauf, so eine große Scannerschüssel. Ja. Und ist halt sozusagen ein kleiner Aufklärer. Ja. So wird ja nicht umsonst Schildkröte genannt. Genau. Sie sieht tatsächlich ein bisschen aus wie eine Schildkröte und sie hat auch einen Panzer wie eine Schildkröte. Ja. Genau. Ne? Also wie gesagt, ich bin die echt gerne geflogen, kann ich nicht anders sagen. Mhm. Diese 4 Triebwerke, das ist schon sehr angenehm. Ja. Aber hat halt keinen Frachtraum und obwohl sie eigentlich für 2 Leute ausgelegt ist, bin ich der Meinung, hat sie auch nur ein Bett, was mich ein bisschen wundert. Da fliegt gerade einer durch die Decke. Der wurde gerade geholt, Oh mein Gott, hier spukt's. Da ist einer einfach hinter Ben, ist einfach einer vom Boden einfach so hochgezogen worden, oben durch die Decke. Okay, jetzt habe ich Angst. Das hat mir jetzt auch ein bisschen Angst gemacht. Man sieht's im Video. Gut. Uiuiui. Ui, ui. Ja, und hier steht mein nächstes Ingame-Schiff. Ja, ziemlich cooles Gerät. Überteuerte Valkyrie. Leider, ja, also für Echtgeld ist wirklich tatsächlich ein bisschen überteuert, aber auch die, ich habe sie ja nicht, aber Ben hat sie und also da durfte ich die ja schon des Öfteren mal fliegen und ich muss sagen, auch die lässt sich extrem gut fliegen und manövrieren und ist für einen Rock, also zum Rocken auch geeignet, solange man nur einen Rock reinpackt. Also 2 Rocks werden eng, wie wir festgestellt haben. Ja, 2 passen, aber da hat es wegen Spinnen angefangen. Warum? Ja. Keine Ahnung. Ja, ja. Aber sonst finde ich die schon ganz nice. Ja,
Die Valkyrie ist halt vom Standpunkt von einem Dropship her, ist ja eigentlich das. Besser kannst du es dir nicht vorstellen. Ja. Schon sehr gut. Gibt halt nur einen Kritikpunkt an dem Schiff, den ich sehe, und zwar immer dieses offene Buchquartiere da oben. Also wenn hier einer eine Klappe aufmacht und das Ding abdüftet, dann ist da oben auch keine Luft mehr. Das richtig. Hätte ich persönlich anders gemacht, mit Glasscheiben vielleicht und dann hier so eine Art Schleuse vielleicht oder verschlossenen Aufzug. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das stört mich ein bisschen an dem Schiff. Ja, ja. Da sah die wieder in großen Geschützen, das war klar. Na klar. Nee, also aber ansonsten, wie gesagt, ich habe das Geld eigentlich jetzt bald zusammen in-game. 1 Million fehlt noch. Und dann werde ich mir die wahrscheinlich holen. Kann hier genau dieses Begrenzding hochklappen, wie bei der Carrack. Mhm. Und es hat sogar Leuchten. Das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Nee. Dass die beleuchtet schon ist. Cool. Also die werde ich mir auf jeden Fall. Ja, die ist dann doch so mein Ziel. Nachdem ich jetzt die würde Sentinel. Ich auch arbeiten. Nachdem ich mir die Sentinel jetzt doch käuflich erworben habe. Bleibe ich doch dabei. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag die irgendwie. Also seitdem, erst war, weißt du noch, Ben, wo du die gekauft hast, war ich total gegen die, aber jetzt, seitdem ich die da ein paar Mal von Ben fliegen durfte, finde ich sie doch ganz angenehm. Kann 20 Soldaten und ein leichtes Fahrzeug, oder was heißt leichtes Fahrzeug, bis mittleres Fahrzeug transportieren. Mercer passt bequem hinten rein. Ja. Und dann noch 20 Marines und dann hast du eine ordentliche Truppe zusammen. Wie du mit und dem einen Schiff durch die Gegend fliegen kannst. Kann halt in jeder Lebenslage in alle Richtungen feuern. Ja. Ja, und dann noch den schönen Skin, den weißen. Der, also das ist wirklich das einzigste Schiff, wo mir der weiße Skin gut gefällt. Obwohl ich habe den anderen noch nicht gesehen. Hast du auch einen anderen Skin außer dem weißen? Nee, ich hatte noch die Tarn-Skin, da dieses Camo, aber ja. die habe ich eingeschmolzen. Ah. Du hast heute wirklich einen Schlafzimmerblick. Alter Schwede. Das kommt bestimmt von der F8. Und das coolste Shirt im Ganzen. Ja, das Shirt das ist absolut stimmt. Cool. Da habe ich heute auch tatsächlich mit geliebäugelt. Das ist nicht nur cool, das ist Kult, das Shirt. Ja. Dafür möchte ich Skins für Raumschiffe haben. Oh ja, das wäre nice. Das wäre nice, ja. Ja, wie gesagt, hier nochmal die gute F8. Wo es unlustig wird, wenn die ins Wars kommt. Weil ich glaube, auf wen, also den Pilot von ihr sollte man nicht als Feind haben. Sagen wir es einfach mal so. Ja. Das ist richtig. Ist, glaube ich, die bessere Alternative. Ist aber noch ein bisschen buggy, wa? Ich glaube, irgendwer hat die kaputt gemacht, weil vorhin konnte man noch einsteigen. Aber jetzt kann ich nur noch... Irgendwer hat die kaputt gemacht. Wer wird das wohl gewesen sein? Shorty. Ich weiß nicht. Ich habe mal probiert gehabt. Mhm. Ich bin unschuldig. Ja. Ich bin vollkommen unschuldig. Ja, die ist aber echt gut. Aber es war bestimmt der nette Herr hier mit seiner Rüstung gewesen. Bewaffnet. Vielen Waffen. Ja. Das ist 6x Size 3 und 2 Size 4. Feuerkraft bis Abwinken. Ja. Alles Laserkanonen, wie es aussieht. Ja. Du musst von der Optik her, musst du auch dazu sagen, diese Seitenteile hier, von links und rechts vom Cockpit, die fahren dann richtig ran ans Cockpit. Ach so, die fahren die ran. Ja. Okay, dann ist das schon wieder was anderes. Ach stimmt, genau, die fahren richtig daran dann. Die legen sich richtig. Stimmt, genau, ich habe auch noch Bilder. Ich habe Bilder von ihr gemacht. Ja, das kann man hier auch sehen, glaube ich sogar. Invictus Lounge Week. Ja. Flug sieht die schon scharf aus, finde ich. Ja, denke ich mir. Aber wie gesagt, du bist der erste von uns, der die haben wird. Wir werden sie wahrscheinlich nie haben, aber ja. Ah, wenn Squadron 42 rauskommt und wir die wirklich als Belohnung kriegen, dann soon. Ja, hallo. Ist ja dann auch noch nicht spawnbar, also insofern. Nee. Ja, aber eigentlich theoretisch ist er flight ready, weil in Victors konnte man sie fliegen. Flight ready, ja. Aber ja. Ja, die werden schon ihren Grund haben, warum sie die noch nicht rausbringen. Aber ich würde sagen, das war unser Tag auf der Annual Aerospace Messe. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da.
Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn ihr euch mehr über das Spiel informieren wollt, könnt ihr das gerne tun auf der Seite robertspaceindustries.com. Dort könnt ihr euch völlig kostenlos registrieren. Und wenn ihr bei der Registrierung meinen Referral-Code angebt, dann erhaltet ihr, wenn ihr euch das Spiel zulegen solltet, direkt 5000 Credits gutgeschrieben in-game anstatt nur 1000 als Startgeld. Und ihr könnt das Spiel jetzt auch noch bis einschließlich 2. Dezember kostenlos ausprobieren, weil im Rahmen dieser IAE-Messe hier ein Freefly-Event stattfindet, wo jeder das Spiel testen kann. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn Crusader, Tamriel und Gruger dran ist. Und ja, bis dahin, eure Shazadi mit dem Shorty und dem Ben. Ciao, ciao. Tschüss. Servus.